Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute reden wir über den zweiten Teil von den New Kids Filmen, nämlich über New Kids Nitro. Das ist eine Komödie aus den Jahren 2011, stammt aus den Niederlanden und dieser Film geht ganze 74 Minuten lang. Ja, und wir haben hier wieder unsere fünf durchgeknallten, ja, Jungs wieder dabei. Und ja, der erste Teil, wie gesagt, ich habe es schon letztes Mal erzählt, entweder mag man diese Filme oder man mag sie nicht. Was dazwischen gibt es nicht, entweder findet man die gut oder derbe Scheiße. Eins von beiden. Und ja, ich habe mir den zweiten Teil jetzt angeguckt, wieder zusammen mit Kerstin. Die hat gesagt, ja, ich wollte den Film doch wohl gerne gucken und das als Mädchen. Ich habe damals noch gesagt, das ist eigentlich ein Film für Jungs, aber sie hat irgendwie auch Spaß an diesem Film. Und ja, wir haben uns den zweiten Teil jetzt angeschaut. Und was ich von diesem Film halte und worum es da geht, das erzähle ich jetzt mal ein bisschen. Es ist, ich wäre beinahe gestorben bei dem Gucken. Ich wäre wirklich beinahe gestorben. Ich wäre beinahe erstickt. Ja, weil ich wollte mir gerade was trinken. Bei dem Film. Und dann passierte eine Szene. Also die wollten so einen Autostand machen, also sie wollten über, was weiß ich, über 10 Leute so mit dem Auto drüber springen, über so eine Schanze und hinten wieder ankommen. Und da habe ich gerade angesetzt meine Cola und dann fährt das Auto gar nicht die Schanze hoch, sondern brettert einfach durch die ganzen Leute durch. Und da musste ich so lachen und hab dann die ganze Cola am falschen Hals gekriegt. Ich habe gedacht, ich gehe kaputt. Alter, warum zeigen die denn sowas, wenn ich gerade am Trinken bin? Ey, ich konnte nicht mehr vor Lachen. Ich sag, was ein Film, was ein Film. Ja, worum geht's in diesem Film? Ja, es geht eigentlich im Grunde, haben wir zwei Geschichten. Also wir haben ja einmal die Geschichte, die sind auf dem Fußballplatz, bei so einem Fußballspiel und legen sich da mit der Gegenseite von den Fans an. Also die haben jetzt einen Krawall, die beiden, die mögen sich halt nicht und die ja kämpfen zusammen jetzt immer, machen Autorennen zusammen und der Anführer der anderen Seite hat auch eine hochschwangere Freundin, die den Typen jedes Mal im Auto ein... Ihr wisst schon. Ja, und der Kollege von unseren Leuten, von den New Kids, verliebt sich in der hochschwangeren Freundin, das war ja auch schon im ersten Teil. Im ersten Teil hat er ja auch eine hochschwangere Freundin gehabt. Diesen Teil leider verstorben. Sie wurde von einem Bus erfasst und ist gestorben. Und jetzt hat er sich in dieses Mädchen verliebt. Und die ist ja halt mit den Rivalen zusammen. Und die ist eigentlich die ganze Zeit nur am Saufen, am Rauchen und einen am... Ja, und darum geht es in diese Geschichte. Dann haben wir noch die zweite Geschichte, da haben wir Zombies. Und diese Zombies, ja, die entstehen, also es landet ein Asteroid in Friesland, in Holland. Und ja, und dadurch werden Menschen nachher zu Zombies. Also ja, ist halt so. Ja, eigentlich ist das so, da leckt eine Kuh dran und die Kuh gibt dann ganz viel Milch und die Milch wird verteilt im Volk und dann werden die zu Zombies. Ja, und darum geht's eigentlich. Und dann hat Richard noch eine Mutter, die ist schwer krank, die ist an so einem Sauerstoffgerät, raucht und säuft und dann sitzt die da und sagt so, Alter, die Tabletten, die machen mich fertig, die Tabletten machen mich fertig. Die Tabletten, Alter, die ist eine Kettenraucherin, die säuft ohne Ende, die ist an Sauerstoffgerät und die Tabletten machen mich fertig. Ich glaube, ja, egal, ich glaube, ihr ganzes Leben macht ihr fertig. Ja, ist so. Ja, und das ist eigentlich die dritte Geschichte. Wir haben drei Handlungsstränge eigentlich in einem Film zusammengepresst. Ja, und dann geht die Mutter auf so eine Busreise, auf so eine Kaffeefahrt und wird dann angegriffen von den Zombies. Und dann will natürlich unsere New Kids wollen dann hingehen und die retten. Und dann schließen sich auch die anderen Fußballfans, gegen die ganze Zeit da eigentlich kämpfen, schließen sich zusammen mit noch ein paar Jungs und fahren nach Friesland hin und wollen die Zombies platt machen und die Mutter von Richard, ich glaube Richard hieß der von den New Kids, ja, Richard, wollen die Mutter, ja, befreien und retten und ja, und das geht ziemlich blutig zur Sache. Es gibt auch so Szenen, ja, dann sind wieder die Politiker da und dann sagen die so, ja, da haben wir Zombies, ja, was machen wir mit den Zombies? Dann haben die eine ganz tolle Idee.
wir nehmen so ein Flatterband und damit umkreisen wir die. Dann die können ja nicht durch ein Flatterband durchlaufen, weil es ja ein Absperrband, das sehen die ja, dann laufen die nicht durch, dann halten wir die auf diese Wiese da fest. Ja, also die laufen schon durch das Flatterband durch. Also der Film macht insgesamt überhaupt gar keinen Sinn, ey, überhaupt keinen Sinn. Aber darum mag ich den Film irgendwie auch. Der ist wieder brutal ohne Ende. Ich weiß nicht, wie viel Kunstblut die benutzt haben, aber da geht einiges an. Der ist um einiges brutaler als der erste Teil. Der erste Teil hatte ein bisschen mehr Handlung als der zweite Teil. Dabei der zweite Teil ein bisschen abwechslungsreich war mit den Zombies. Ansonsten ist das echt, die reden wie gehabt. Das F-Wort, Fotze, und Homo und alle Schimpfwörter der Welt werden natürlich in jedem Satz gesagt. Ich glaube, dieses F-Wort wird, glaube ich, in dem Film wirklich 78 Mal benutzt. Also ohne Ende. Ja, und dann kommt diese Endszene und dann ging der Kampf gegen die Zombies, und das geht echt brutal zur Sache. Also da werden Leute aufgefressen, die Köpfe werden abgeschlagen, Richard zieht sich komplett nackt aus und mit seinem Schwengel und geht dann in diesen Bus hinein und schlägt allen Zombies die Köpfe ab. Und dann sieht er seine Mama, und seine Mama ist leider auch ein Zombie. Und dann steckt er der Mama auch den Kopf ab. Ja, dann ist die Mama tot. Ja, und dann kommt die Regierung an und sagt so, ja, ist Dankeschön, dass ihr die Zombies vernichtet habt. Dafür braucht ihr jetzt nie wieder arbeiten. Und ihr kriegt trotzdem Geld. Und dann sagt Richard, ja, hier Quatsch, und ich hab hier noch Nutten. Ja, haben die auch noch Nutten gekriegt. Und dann sagt Richard, ja, ne, erst wird meine Mama beerdigt. Vorher gibt es keine Nutten, und vorher feiere ich nicht. Dann wird einfach eben ein Loch gebuddelt, die Leiche da eben so reingeschmissen. Also sieht so derbe aus, wie die Leiche einfach so ein Loch reingeschmissen, mit irgendwas zugebuddelt, und dann geht es an die Nutten dran. Und dann kommt das bekannte Lied, wie heißt das mal? Huren bumsen nie mehr schuften. Ja, das ist das Endlied. Huren bumsen nie mehr schuften. Ja. Ja, dann ist der Film alle. Und haben wir ein Happy End, weil jetzt haben die Huren und brauchen nie wieder arbeiten, Geld für immer. Eigentlich ein Happy End für die New Kids, oder? Eigentlich ein Happy End. Ja, und das war ja auch der letzte Film von den New Kids. Danach kam ja auch nichts mehr. Das war, glaube ich, auch gut so. Die haben eigentlich diesen letzten Dreh gekriegt. Die haben auf ihren Höhepunkt aufgehört, irgendwelche Serien zu drehen oder Filme zu drehen. Die haben einfach gesagt, so, bis hierhin haben wir jetzt eigentlich alles gezeigt. Mehr können wir gar nicht mehr zeigen. Wir haben jetzt jeden Gag irgendwie rausgebracht, den man rausbringen können. Irgendwann ist das Thema durch, und das haben wir eigentlich gut gemacht. Die sind auf dem Höhepunkt, weil der Film war auch noch ziemlich erfolgreich. Ich glaube, nicht ganz so erfolgreich wie der erste Teil, aber war nah dran. Also der hat schon ordentlich Geld eingespielt, und sie haben dann aufgehört und haben gesagt, so, bis hierhin war es ganz lustig, und dann hören wir einfach auf, und das war genau passend. Und ja, wie gesagt, wenn ich den Film bewerten sollte von der Skala 1 bis 10, kann ich es nicht. Ich habe euch schon in den letzten Kritikvideo von New Kids gesagt, entweder gut oder schlecht, also entweder 1 oder 2, also 1 oder 10, sagen wir mal so. Was dazwischen gibt es nicht. Dabei ich den ersten Teil wirklich einen Hauch besser fand, deswegen, ich fand den immer noch richtig geil, gebe ich diesem Film 9,5 von 10 Punkten. Also eigentlich, es gibt ja nichts damit in der Mitte. Eigentlich muss ich diesem Film auch 10 Punkte geben. Ich gebe diesem Film auch 10 Punkte. Ich gebe dem Film einfach auch 10 Punkte. Mit so ein kleines Minus nach hinten hin. Also ein ganz kleinen Minus nach hinten. Der ist auch ziemlich kurz, der Film. 74 Minuten. Aber ich hatte sehr viel Spaß. Ich meine sogar, dass der zweite Teil ab 18 war. Und mittlerweile, glaube ich, ab 16. Ja. Ich meine, dass er damals ab 18 war. Ja, zu Recht. Also da wird wirklich, meine Fresse, da werden Leute einfach kaputt gefahren, Menschen aufgefressen. Leute erschossen, die Polizei ist ja auch wieder dabei am Start. Der wird nachher, ja, die machen aber nicht viel, weil die können ja nichts. Ja, also wer die Filme von New Kids nicht kennt, schaut sie euch an. Das ist wirklich kranker Scheiß. Ich mag es aber auf irgendeine Art und Weise. Ja, das war meine Kritik zu New Kids Nitro. Ihr könnt euch auch den Trailer erst anschauen, und dann wisst ihr, wovon ich rede.
Ja, genau. Das war's von meiner Seite her. Falls ihr kein Video von mir verpassen wollt, dann abonniert doch bitte gerne den Kanal. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.